Hallo und willkommen in der Technik-Videowelt. Wir haben hier das iPhone 15 Pro und wollen uns heute mal mit dem Thema Klingeltöne befassen. Wir zeigen euch, welche Klingeltöne Apple uns hier mitliefert bei dem iPhone 15 Pro. Wir haben eben immer auch noch die klassischen dabei, zum Beispiel die alte Hupe oder den Roboter, coole Klingeltöne. Und wir zeigen euch einmal alles, was ihr da einstellen könnt. Und natürlich könnt ihr auch immer noch selbst heruntergeladene Titel als Klingelton auswählen. Wir zeigen euch, wie es geht beim iPhone 15 Pro. Viel Spaß dabei. Ja, in diesem Video schauen wir uns die Klingeltöne an vom iPhone 15 Pro, beziehungsweise gucken, wie man sich eben einen Klingelton einstellt und den aktuellen auch ändert. Denn ein Klingelton ist ja immer etwas, was man gerne sicher individuell anpassen möchte, und darum werfen wir da hier mal einen Blick drauf. Zum ersten einfach in die Einstellung, und da haben wir dann relativ weit oben schon den Bereich Töne und Haptik, hier mit dem Lautsprechersymbol auf rotem Hintergrund. Da klickt ihr einmal drauf und habt eben hier alles zum Thema Vibration, das ist ja hier bei Apple Haptik, und eben zu den Tönen. Und wir sehen dann hier an dieser Stelle Klingelton und sehen auch Reflexion. Das ist im Prinzip der Standard-Klingelton, den haben wir noch gar nicht verändert. Und wir können jetzt hier eben über Klingelton sagen, was wir denn haben wollen. Also das hier ist der Standardton. Und ich werde jetzt mal einfach ein paar durchklicken hier. So, jetzt haben wir noch den Bereich klassisch. Ihr habt gesehen, das sind dann immer so, ja, eher modernere Klingeltöne, und die klassischen hier in diesem Bereich, das sind halt die, die durch die ganze iPhone-Ära sozusagen, ja, zu Legenden geworden sind, kann man vielleicht sagen, im Bereich von Apple-Klingeltönen. Zum Beispiel hier die alte Hupe, die ist hoffentlich einigen von euch bekannt, so auch zum Beispiel die Gitarre, ist auch schon ewig alt, die Harfe, Marimba. Und der coole Roboter. So, und den lasse ich jetzt einfach mal bestehen. Ihr könnt euch dann, wenn ihr es selber habt, dann noch durch die ganzen Klingeltöne durchklicken. Ihr seht, ihr habt ja auf jeden Fall jede Menge zum Auswählen. Und was ihr natürlich auch immer noch machen könnt, dass ihr eigene heruntergeladene Töne als Klingeltöne verwenden könnt. Das geht wunderbar. Ihr habt hier den Bereich Store. Ihr könnt dann hier in den Tone Store gehen. Ihr habt aber hier eventuell auch noch einen zweiten Button. Den haben wir schon mal angeklickt. Dann wurde kurz gesucht, ob wir heruntergeladene Töne haben. Hatten wir nicht. Deswegen ist dieser Button nicht mehr da. Sobald ihr selbst heruntergeladene Töne habt, dann taucht eben entweder hier auch dieser Button auf, beziehungsweise die Töne schon direkt selbst, und ihr könnt die dann eben natürlich auch als Klingelton auswählen. Also, ihr seht, ihr habt jede Menge zur Auswahl und legt den damit fest. Und ja, das war es im Prinzip schon zu dem Thema. Ich hoffe, wie gesagt, wenn ihr das iPhone 15 Pro selbst habt, dass ihr dann, ja, euch da mal durchklickt und euren Lieblingston aussucht. Und ich hoffe, dass euch das Video zum Thema Töne und Haptik bzw. Klingelton aussuchen beim iPhone 15 Pro gefallen hat und geholfen hat. Würde mich über euren Daumen nach oben sehr freuen. Abonniert dann auch gerne kostenlos unseren Kanal, drückt die Glocke, dann seid ihr immer mit dabei. Und ich hoffe mal, wir sehen uns hier im nächsten Video wieder. Bis dahin, tschüss.